Mann, diese deutsche Stimme nervt, ist der Wahnsinn. Feindliche Drohne online. Charlie wird gesichert. Ja, da oben, der Sniper, ey. Der ist der FS hier. Feindliche Vorräte kommen. Feindliche Drohne über uns. Muss der ja nicht alles kommentieren? Ist das irgend so ein Kommentator von Warcraft 3 oder sowas? Der Feind hat Bravo. Feindliche Aufklärungsdrohne kommt. Der Verrückte hier. Charlie wird gesichert. Wir verlieren A. Der Sniper, wo war der? Da war doch gerade einer. Feindliche Aufklärungsdrohne entdeckt. Oder nicht? Boah, der. Hey, Badala, grüß dich. Gib mir heute gerade die ganze Dröhnung hier. Call of Duty, das 11. das erste Mal, heißt ja eh. Das erste Mal jetzt mit Controller hier. Also voll die Dröhnung, Gags überhaupt nicht in seinem Element. So null. Aber hey, ich möchte ja alles lernen. Auch Konsole, Controller, Shooter spielen. Will ja alles können. Wir verlieren Charlie. Wir haben C verloren. Der Feind hat Charlie. I think you have to send me a friend request on Xbox One, so I can accept it. If not, I have to switch to 360. B wird gesichert. Bravo gesichert. Feindliche Aufklärungsdrohne entdeckt. Wir verlieren. Muss doch nicht so viel verlieren. Charlie wird gesichert. Drohne unterwegs. Charlie wird gesichert. Tut man's leid eigentlich so? Der Feind nimmt Bravo. Tut man so dodgen? Auf der Konsole. Wir haben Bravo verloren. Der Feind hat Bravo. Sie gesichert. Nochmal springe nicht hoch, hä? Ah, ich hab den gesehen. Hey, Elvarts, grüß dich, servus. Halbzeit. Wie geht's, wie steht's? Ich probiere hier, wie das Titel schon sagt, erste Gehversuche auf der Xbox. Das ist so ein kleiner doofer Wortwitz sein, weil ich ja in echt nicht gehen kann und weil ich nicht Xbox und Controller-Shooter nicht gewohnt bin zu spielen und weil ich auch nicht Call of Duty kenne. Deswegen ein dreifacher Wortwitz, versteht eh keiner, aber ich habe es euch versucht zu erklären im Stottern hier. Und verteidigt die Flaggen. Feindliche Drohne online. C wird gesichert. C gesichert. Na gut, ist da keine Kunst, du. Feindliche Drohne online. Der Feind hat A. Achtung, feindliche Drohne. Ist ja keine Kunst, du. Dafür müsstest du gar keinen Frack legen. Aber wenn du damit dich brüsten willst, Mo, kein Problem, du. Mich stört es nicht. Alpha wird
abgesichert. Wir verlieren Bravo. Wir haben B verloren. Der Feind hat B. Der Feind nimmt Charlie. Ach nee, warte. Warte mal. Links ist an. Links ist das Exo und rechts ist das Ding, okay. Der Feind hat Charlie. Ja gut, aber ich meine, wenn du auf der PS3 gespielt hast, das 2 und 3 ist es doch jetzt hier, ist es doch eigentlich ein Klack, sich an sowas zu gewöhnen. Wie hatten der... Ach, das ist... Dass es auf dieser Map immer so ein fucking Sniper gibt, ohne Scheiß. Schäm dich, Alter. Schäm dich hier. Also ich habe Halo 2 damals auf der Xbox, auf der 1er, auf der Xbox gespielt. Und auch ein bisschen Destiny halt hier auf der Xbox One. Trotzdem kann ich halt trotzdem nichts anfangen mit dem. Aber hey, wie gesagt, ich möchte alles lernen. Shooter, Konsole, Steuer, Controller und was weiß ich, was ich dann. Ich möchte alles üben und lernen, damit ich es einfach kann, weil es halt Spaß macht bestimmt dann, wenn man es kann. Das sind voll viele hier, euer. Und wenn ich mich ein bisschen dran gewöhnt habe, höre ich auch auf zu stottern. Oder es kann auch dann liegen, dass ich halt 4 Tabletten in das habe. Hey Black. Wie gefällt mir die Kombination Controller, Shooter, Call of Duty selbst oder ist er gerade hier? Na, Also mir, ich muss ehrlich sagen, ey, was mir gefällt, die Zukunftsscheiße besser als dieser andauernd Zweite Weltkrieg. Nur Weltkrieg. Was weiß ich, 20 Jahre lang, jedes Spiel, was rausgekommen ist, ein Shooter immer nur vom Weltkrieg erzählt. Das hat mich sowas von aufgeregt. Hast du eh schon 10 Jahre in der Schule vorgehalten bekommen und Geschichten erzählt. Immer wieder, klar war es eine Scheißzeit für die Deutschen, aber immer wieder. Irgendwann nervt das auch. Und dann auch die Spiele auch noch. Besser modern als zweite Kacke da. Also meine Meinung. Man muss ja irgendwann mal in die Zukunft denken, nicht immer in die Vergangenheit dauernd. Das sind nur erste Gehversuche. Ich schau halt, wo es mir am besten gefällt, du. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr spiele auf dem PC. Dadurch, dass es mein erstes COD ever ist, probier es halt mal. Konsole, PC. Schauen wir mal, für was das Spiel so am besten gemacht ist. Na, ich wollte. Und den Controller könnte man am besten wegfotzen. Das ist ja dann nicht so einfach mit kabelgebundener Mausnastatur. Alpha wird gesichert. Ja, Modern Warfare, klar, sicher, klingt ja auch vom Titel her, aber ich meine jetzt, wie weit ist denn der Unterschied zwischen den Spielen gewesen? Modern Advance ist nicht der gleiche Pimmel, Dreck. Ob jetzt 10 Jahre in der Zukunft, 5 Jahre, 20 Jahre, ist es doch eigentlich auch immer nur komische Waffen. Und wir, das ist Spiel für Spiel für 30 Jahre in Zukunft, glaube ich. Und trotzdem müssen wir noch die Waffen nachladen. Dass wir keine Waffe entwickeln, wo wir nicht nachladen müssen. Außer der komische Laser da, der du überhitzt. Drohne! Naja, klar, wenn ich im Gegnerteam bin, ist ja klar, dass der Score so ausschaut. Das ist ja keine Kunst, wie ich gesagt habe. Ich wollte irgendwas ändern.
What was or is your former job? Don't know what this in English is. Have to find out. Xbox One, yeah. First steps on Xbox One and yeah. Controller steering for me. First person shooter. Ich wollte irgendwas ändern. Schnell, was soll ich denn ändern? Gibt's auch Schnellgriff? Nee, doch. Mal testen das andere hier. Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Was muss ich denn hier machen eigentlich? Gex, du bist jetzt ein Suchti. You're welcome, buddy. Was war ihr der frühere Job? Yeah, I know what you mean, man. But I don't know what it in English is. The name of the job, you know? I have to translate it for me and then I can tell you. And hold on. Oh, so easy. Okay. Okay, 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 okay. Ha. Yay. Best lobby ever. Yeah, it's kind of weird, my friend. Type in English, it's fine, but Google Translator, yeah. It makes no sense, you know, it makes no sense. Sometimes. And it's harder to understand that weird German instead of English. Genau, ich bin Superman. Ja, so schaut's aus hier. Ich dachte, ich wäre nicht Gagman, Batman, aber jetzt bin ich doch Superman hier. Ich lauf mal dem hinterher. Wow, wo denn? Drei Stück, hey. Krass, schau mal an. Da einer. Oben war einer, noch einer. Heftig. Der hat mich geboxt, die Sau. Geile Frage, Map. Ja, geile Frage. Sag ich dir nicht. Das ist mein Geheimnis. Und sonst würdest du mich da aufsuchen und auf mich lauern. Wait, what? Wir sind Käse, Köpen? What does it mean, my friend? Tell me in English. Käse, Köpen. The heck? Wow. Schon wieder? Hacken uns dauernd. So, da bin ich wieder, war noch weg. Alles klar, WW, Dead Angel. Ich werde dauernd gehackt. Zum Glück nur hier im Spiel. Wow, nein! Wie dodgt man denn zur Seite hier auf der Konsole? Muss ich da drücken? PS4 and Xbox One. Gut, okay.
Ja, sure, man, why not?